Gott Enel ist einer der verrücktesten Charaktere in der Welt von One Piece, die wir bisher gesehen haben. Seine Teufelsfrucht, die Donnerfrucht, ist eine Frucht vom Typ Logia, welche den Benutzer zu einem Blitzmenschen macht, und viele One Piece Fans sagen, dass diese Frucht praktisch unbesiegbar sei. Er war der selbsternannte Gott Skypias und mit Hilfe der Fähigkeiten des Mantura sowie der Donnerfrucht war er den Bewohnern Skypias überlegen und konnte daher ohne Einschränkungen über diese herrschen. Sein Plan, die Himmelsinsel zu zerstören, wurde später von Ruffy vereitelt. Zurzeit befindet er sich auf dem Mond, wodurch sich sein größter Traum erfüllt hat. Passend dazu hatten auch viele von euch den Traum, dass ein Faktenvideo zu Enel erscheint, unter anderem Dominik Hübner und Mihawk Falkenauge. Heute mit dabei ist auch der liebe Fabi Ang, der ein paar Fakten vorstellt, und wenn ihr auf Avatar Stuff steht, schaut gerne mal auch auf seinem Kanal vorbei und schreibt wie immer auch gerne nach dem Video eure Vorschläge zu Charakteren für ein Faktenvideo in die Kommentare. Und nach dem Intro geht es los. Allgemeines. Kommen wir erst einmal zu ein paar kleinen allgemeinen Infos über Enel. Enel ist derzeit tatsächlich schon 39 Jahre alt und vor dem Timeskip, zu dem Zeitpunkt, wo Ruffy gegen ihn kämpfte, war er dementsprechend 37 Jahre alt. Enels Geburtstag ist am 6. Mai, er ist stolze 2,66 Meter groß und hat die Blutgruppe S, womit er zufällig auch dieselbe Blutgruppe hat wie Urush, der ja auch von einer Himmelsinsel abstammt. Enels Stimme. Der japanische Synchronsprecher von Enel, Toshiyuki Morikawa, hat eine sehr bekannte Stimme. Vielen Anime-Fans dürfte die Stimme durch andere bekannte Anime-Charaktere bekannt sein, wie zum Beispiel Ishin Kurosaki, dem Vater von Ichigo aus Bleach, Minato Namikaze, der Vater von Naruto, Griffith aus Berserk, Julius Novachrono aus Black Clover und sogar Sephiroth aus Final Fantasy VII lieh er seine Stimme. Enels Kopfgeld. Allgemein ist zu Enels Fähigkeiten zu sagen, dass er schon aufgrund der Tatsache, dass er der Herrscher von Skypia ist und ihm die vier starken Priester sowie viele Gotteskrieger bedingungslos folgen, sehr stark sein muss. Auf einer Frage in der Fanpost von Band 43 hin antwortete Oda, dass Enel eine Kopfgeldsumme von 500 Millionen Berry besäße, falls er als Pirat sein Unwesen auf der Grand Line treiben würde. Diese war lange Zeit die höchste bis dahin bekannte Kopfgeldsumme und wurde erst durch die Bekanntgabe von Ace Kopfgeldsumme entthront. Kein Pirat. Enel ist tatsächlich bisher der einzige Hauptgegner von Ruffy und den Strohhüten, der weder ein Pirat noch der Weltregierung angehörig ist. Denn laut ihm ist er ja ein Gott, was davon kommt, dass er ein Gottkomplex hat. Dieser stammt von seiner Teufelsfrucht und seinem Mantra, die ihm wirklich gottgleiche Stärke geben. Zudem war Gott schon immer der Titel für das Oberhaupt des Landes und dies bestärkte Enel noch mehr in seiner Meinung. Auch glaubte er, alle Rechte und Pflichten eines Gottes zu besitzen. Enels Haki. Enel ist der erste große Antagonist, der Haki einsetzt. Er kann nämlich das Kenbunshoku-Haki bzw. Observations-Haki, auf den Himmelsinseln auch bekannt als Mantra, verwenden. Sein Haki wird durch seine Teufelsfruchtkräfte weiter verstärkt, wodurch er allwissend über die Gedanken und Handlungen der Skypianer ist. Seine Trommeln. Die Symbole auf Enels Trommeln werden Tomoe genannt und sind in der japanischen Wappenkunde sehr verbreitet, zum Beispiel als Familienembleme und Firmenlogos. Die Tomoe sind noch auf einem anderen One Piece Charakter, nämlich Sentomaru, vertreten. Gottes Feind. Monkey D. Ruffy, als Enels natürlicher Feind aufgrund seiner Immunität gegen Enels Donnerfrucht, ist eine Anspielung auf die Familie der Dees, da diese als Gottes natürlicher Feind bezeichnet werden und Enel glaubt auch ein Gott zu sein, deswegen gibt es in diesem Fall diese Anspielung. Enels Haare. Laut Oda wären Enels Haare in einer Dauerwelle gestylt, wenn er sein Kopftuch ausziehen würde. Und so würde das in etwa aussehen. Eminem. Laut Oda spielte der US-amerikanische Rapper Eminem eine Rolle beim Character Design, denn Enel ähnelt Eminem sehr. Eminem ist außerdem lustigerweise auch einer von Odas Lieblingskünstlern. Enels Design. Sowohl in seinen Fähigkeiten als auch in seinem Design, insbesondere in den Tomoe-Trommeln auf seinem Rücken, erinnert Enels Charakter stark an die Vorstellung der klassischen japanischen Donnergottheit Raijin. Seine länglichen Ohrläppchen ähneln auch denen der meisten Buddha-Darstellungen. Und das, liebe Leute, waren 10 Fakten zu Gott Enel. Schreibt, wie schon erwähnt, weitere Charaktervorschläge gerne in die Kommentare und schaut auch gerne auf dem Kanal von Fabi Ang vorbei, wenn ihr auf Avatar Stuff steht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Kudo, haut rein!